Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Hi. So, wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir unser Grundstück bekommen und die Charaktererstellung. Jetzt würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Ich weiß nur nicht, warum ich jetzt hier unten stehe. Es ist mir irgendwie... Wie war ich der Meinung, dass wir hier oben ausgemacht hatten? Hier. Und nicht hier. Da. Ist auch Latte. Fragt Lina nach dem seltsamen Artefakt. Machen wir doch. Jetzt müssen wir nur erstmal Lina hier finden. Ach, das ist die. Okay, gut. War mir jetzt selber nicht sicher. Und was haben wir danach noch? Talk to Badru to learn how to garden. Also, wir sollen lernen über, wie man das Farming hier betreibt. Hey Sox, schön dich wiederzusehen. Hast du dich schon eingelebt? Ich habe etwas gefunden, was dich interessieren könnte. Wirklich, was denn? Oh wow, das ist unglaublich. Das ist wirklich eine uralte Strömungsbatterie. Das waren die Energiequellen für die alten Menschen. Ich habe schon überall nach so etwas gesucht. Und du sagst, du hast sie in einen Haufen Müll gefunden? Ja, muss wohl Schicksal sein. Ich glaube zwar nicht an Schicksal, aber das ist ein toller Zufall. Es könnte ein bisschen dauern, bis ich herausfinde, was das ist. Ich werde Ihnen einen Brief schicken, sobald ich etwas weiß. Dann wollen wir gleich noch mit ihr chatten, um hier die Freundschaftspunkte noch zu sammeln. Und... Perfekt. Dann kann sie sich ja bei uns melden. So, und der Badru? Der hat ja hier hinten seine Farm. Ah, der schläft. Ah. Offenbar mal, dass wir jetzt mit ihm quatschen können. Sonst gehen wir da hinten ein bisschen angeln. Oder irgendwas jagen, was abbauen. Weil davon lebt das Spiel. Also das musst du die ganze Zeit machen. Du musst am besten alles Eisen, was du findest, am besten mitnehmen. Bleib mal stehen. Okay, ich glaube, der ist weg. Tschüss. Guck mal, chatten mit Bardo. Hey, einfach durch die Tür durch. Sehr schön. Oh, ein freundlich neues Gesicht, das ich noch nicht kenne. Ich bin Badru, der Bauer, und ich spüre, dass wir uns bestimmt grün sein werden. Habe ich schon erwähnt, dass ich auch ein Stand-Up-Komödiant bin? Kannst du mir was über Farming beibringen? So, triff Badru bei deinem Grundstück und talk to Ref to learn how to cook. Welchen der jungen Männer ist denn hier Rap? Tiff, Jail, Kenyatta, Esche, Dahlia, Ashura, Kaleri, Hekla, Nayo, Aina, Kenley, Gina. Wie ist der jetzt nochmal? Rev. Gut, der wird jetzt bestimmt drüben auf deiner Karte dann wahrscheinlich sein. Der wird ja da irgendwo seine Hütte haben. Ach komm. Die ersten Jagdversuche gehen ja nach hinten los. Dann werden wir jetzt nach Hause gehen. Und werden wir uns da mit Badru. Der kann uns das ja mitten in der Nacht erstmal zeigen.
was wir da, wie wir das Farming machen können. Aber ich sehe da etwas. Ach komm! Komm. Ich wollte schon sagen. Hätte ich den jetzt nicht getroffen, dann wäre es peinlich geworden. Komm, Longshot. Und tschüss. Aber wir haben das erste Kupfer gefunden. Also das Kupfer werden wir definitiv brauchen. Davon können wir gar nicht genug haben. Weil damit werden wir dann später die verbesserten Werkzeuge auf jeden Fall bauen. Danke fürs Warten, du bist bald zu Hause. So, Badru ist auch schon da. Hey there! Schön, dich wiederzusehen, Frühlingsbohne. Hier sieht es jetzt schon ganz anders aus. Ich dachte, du wärst noch mit dem Aufbau des Zeltes beschäftigt. Das ist eine tolle Arbeitsmoral. Arbeitsmoral ist mein zweiter Vorname. Ach, was meint denn hier? Jetzt wollte ich erstmal den Bildschirm umschalten. Ja. So, jetzt haben wir die Felder. Die können wir uns... Stellen wir sie hier links erstmal an die Seite. Hier eins. Und... Hier eins. Hat er uns Samen auch gegeben gehabt? Annehmen müssen wir erstmal. Genau, jetzt haben wir die Hacke von Badru bekommen. Ne, die hier. Ja. Ja. Wartet hier nicht alles so im Boden gibt. Das ganz oben ist noch nicht, ne? Jetzt. Und das ganz unten links ist... Da muss ich auch nochmal ran. Wie viele Vasen hier im Boden sind. Ja, der Wahnsinn. Hab ich hier mal gewohnt. Ein Töpfer oder was? Na guck mal, da Karottensamen waren da mit bei. Zurück zu Bardo. Hat er noch was für uns? Sie fragen sich vielleicht, was sie als nächstes tun. Leider pflanzen und gießen sich die Samen nicht von selbst. Du wirst ein paar von diesen bösen Jungs brauchen. Betrachte sie als Einweihungsgeschenk.
Sobald die Samen in der Erde sind, gehst du zum Teich, füllst die Gießkanne und badest die Erde. Alles klar? Ah, Karotten, Zwiebeln, Dings. Perfekt. Warum ist denn das hier so dunkel? So. Mal Zwiebel da erstmal reinbringen. So. Dann haben wir hier die Gießkanne. Dann springen wir hier rüber. Holen uns das gute Wasser. Geräusche, die sind absolut geil. Sehr schön. Ernte eine Karotte, ernte eine Zwiebel. Ich glaube, Zwiebeln und Karotten haben Ingame, haben die 4 Tage brauchen die, bis sie fertig sind. Ein Ingame-Tag sind immer genau 1 Stunde. Genau. Und noch ein bisschen Geld haben wir auch gar nicht. Sonst hätte ich gesagt, wir holen uns noch 9 Samen. Aber groß was zum Verkaufen haben wir halt auch noch nicht. Nee. Das bringt so. Gut, wir könnten den Pelz verkaufen. Die könnten wir erstmal verkaufen, aber die Butter bräuchten wir auch nicht sofort. Aber der, ja. Der Rest bringt uns nicht viel. Ja, das sind die ersten 106 Münzen. Und ich sehe, wir haben hier vorhin was vergessen abzubauen. Man kann das Schild abbauen. Okay, alles klar. Viel besser. Warte mal, die Sachen lege ich jetzt nochmal schnell in die Truhe. Das Inventar ist halt nicht so groß. Dann würde ich sagen, dann hüpfen wir nochmal raus. Und werden, denke ich mal, schon mal 1-2 Ressourcen zusammensammeln. Bis es hier in-game auf jeden Fall früh morgens ist, so dass... dass wir auch mit dem anderen da quatschen können. Genau, mit dem Rev. Jetzt so Steine raus, oder? Ja. Feuerstein und Stein. Was sehe ich denn da? Schade, dass man sich nicht ducken kann. John Rambo. Schaut mal da, guck mal. Mein geschultes Auge erkennt das Kupfer.
können wir gewann machen. Hallöchen, ich heiße Sifu und ich bin hier die Schmiedin. Aber du kennst mich vielleicht als Sifu, die berühmte Monsterschlechterin. Ach, du bist Sifu. Wow. Als ich Mutter wurde, wurde mir langsam klar, dass es meinen kleinen Sohn in Gefahr bringen würde, gefährliche Tiere zu verärgern. Okay, also die hat jetzt für uns nichts. Du hast eine Quest. Du bist hier toll, du hast deinen Gürtel und deine Rauchbomben, richtig? Ja. Ach, es geht bestimmt um diese, das 1x1 des Insektenfangens. Genau. Collect gemeiner Blaufalter, Collect Kilimia Nachtmotte. Das ist die Quest, die wir jetzt von Aroni da bekommen haben.